Willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Technomage. Und wir sind immer noch in Steamertown, wie ihr seht. Gut, wir sprechen dann mit dem... Unser letzter Besucher hier in Steamertown war ein echter Volltrottel. Er hat doch tatsächlich den Lagerschuppen der Bergarbeiter, in dem das Dynamit gelagert war, in die Luft gejagt. An diesem Tag muss der arme Barras vor dem neuen Schuppen Wache stehen. Syrandoron, das war der Name dieser Dreamer-Intelligenz-Bestie. Es hat wirklich den Anschein, dass Dreamer nichts als heiße Luft zwischen ihren spitzen Ohren haben. Den kennen wir doch, das ist doch unser Aufschneider. Na, alles klar. So, was war hier? Ach ja, hier war der Schmied. Gucken wir mal auf die Map. So, okay. Was war hier nochmal drin? Ach, das war Oraki? Gut. Die Oraki-Quest haben wir natürlich auch. Und da ist natürlich der Barras. Was willst du, Grünschnabel, denn hier? Niemand darf den Bergarbeiterschuppen betreten. Deshalb stehe ich ja hier. Da drinnen lagern wir Dynamit und andere gefährliche Stoffe. Dinge, mit denen so unerfahrene Leute wie du am besten gar nicht erst in Berührung kommen. Wir haben hier gerade sowieso schon genug Probleme. Okay. Alles klar. So, da ist die Mine. Tja, wir mischen uns eben ins Gespräch ein. Glaub mir, nicht mal 10 Pop-Ups würden mich dazu bringen, nochmal in die Mine zu gehen. Ich mache mir wirklich Sorgen wegen Rumtoks langer Abwesenheit. Er ist am Ende seiner Schicht nicht zurückgekommen. Hoffen wir, dass nichts Schlimmes passiert ist. Immerhin ist er ein erfahrener Bergmann. Hoffen allein genügt mir nicht. Ich bleib nicht länger untätig. Ich gehe jetzt in Tumpus Schenke und versuche, einen Suchtrupp zu organisieren. Du weißt ja dann, wo du mich finden kannst. Gut, hat irgendjemand mitbekommen, was die da gelabert haben? Ich hab versucht, bei dem Wort Pop-Hops nicht zu lachen. Pop-Hops! Ich weiß, geschmacklos, aber ich mach's trotzdem. So, er hier. Barras, die Wache ist immer hungrig. Die einfachste Art, mit ihm Freundschaft zu schließen, ist, indem man ihm etwas zu essen besorgt. Sich mit Barras gut zu stellen, bedeutet praktisch, sich mit seinem immer knurrenden Magen gut zu stellen. Ein Topf ist seine Leibspeise. Meine Tante Nanda hat vor kurzem einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ihr geliebter Mann Rumtok gilt nämlich als in den Tiefen des Bergwerks verschollen. Die einen sagen, dass er bei einem Nachbeben verschüttet wurde, andere glauben, dass ihm der Weg abgeschnitten wurde. Seit Nanda davon weiß, hat sie jedenfalls kein Auge mehr zugetan. Toll. Ja, ziehen wir uns halt nur die Probleme der Leute an. Er hier. Letztes Jahr haben ein paar Freunde und ich Rizinusöle das Hochzeitsessen von so einer grießcremigen Bedienung geschüttet, weil sie uns einmal rausgeworfen hatte. Wir wollten uns halt ein wenig rächen. Es war ein im wahrsten Sinne des Wortes durchschlagender Erfolg. Sie hatte nie herausgefunden, dass wir das waren. Der arme Koch, seit diesem Tag ist Tumpos Ansehen als Koch dahin und kaum einer geht noch zum Essen ins dampfende Rost. Damit ich das richtig sehe, statt sich gegenseitig zu helfen, machen sich diese Bewohner der Stadt Steamertown gegenseitig fertig. Unglaublich. Okay. Schaut euch unser Haus an. Völlig niedergebrannt. Und es gibt nirgends in dieser Stadt genug Wasser, um die Feuer zu löschen. Geschweige denn das Kraftwerk zu kühlen. Normalerweise ist die Wasserversorgung völlig unproblematisch, weil wir ja ein Netz von Pipelines und Röhren haben, das die Stadt versorgt. Jetzt ist allerdings die Pumpe am Wasserreservoir ausgefallen. Wir müssen sie dringend wieder in Gang bekommen. Oh ja, hat höchste Priorität für mich. Wer ist das? Kennst du Tumpo, den Koch vom dampfenden Ross? Er hat mein Hochzeitsessen zubereitet, weil ich dort früher gearbeitet habe. Aber du glaubst nicht, was für ein Desaster das wurde. 3 Stunden nach dem Essen war es allen speiübel. Und es endete damit, dass ich an meinem Hochzeitstag den Boden aufwischen musste. Was für ein grandioser Start einer Ehe. Ich würde dort nie wieder etwas essen. Okay. So, da ist auch ein Safe und der ein alter Ölförderturm. Orakis komische Katze sitzt auf der obersten Plattform des alten Ölförderturmes und will einfach nicht mehr herunterkommen. Ihr Miauen macht mich noch wahnsinnig. Orakis komische Katze sitzt auf der obersten... Das ist so geil. Ich mag das irgendwie voll. Ja, jetzt spring doch mal hoch, du Sack.
Okay, alles klar. Und 1, 2, 3. Ach, komm. Okay, wie jumpen wir? Wow, vorsichtig, vorsichtig. Ich hab dich, Murz. So. Wie komme ich denn hier wieder runter? So, alles klar. Ich hab die Katze. Kriege eigentlich XP-Punkte dafür, dass ich die jetzt heruntergeholt habe. Von. So, von dem Typen hier war er eigentlich. Endlich! Dem großen Dampfhammer sei Dank! Jemand hat sich erbarmt und Orakis Katze vom Turm geholt! Oh, wer war das bloß? Oh, toll. Gut. Du bist nicht berechtigt, diesen Teil Steamer Towns zu bezahlen. Ja, das ist nämlich der Eingang zum Steamer Park. Ja, sehen wir da auch. Gut. Da dürfen wir natürlich noch nicht hin. Leider. Gut, und da ist auch schon das Haus meines Vaters. Oder Melvins Vaters. Das muss das Haus meines Vaters sein. Hm. Sieht aber verlassen aus. Bla 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 bla. Da ist ein Friedhof. Der Friedhof, da gehen wir noch nicht hin. Ist ein bisschen zu früh. Ab und an haben wir schon mal mit Monstern zu tun gehabt. Aber es waren nie so viele wie seit dem Beben. Es sind inzwischen Hunderte, die unter der Erde darauf lauern, uns anzugreifen, wenn es dunkel wird. Daher ist es derzeit sehr gefährlich, nachts allein herumzulaufen. Vor allem den Friedhof solltest du meiden, denn der wird angeblich auch noch von Geistern heimgesucht. Okay, jemand ist in der Mine verschollen, im Friedhof spuckt es, spukt es. Und, was sich auf dem Schrottplatz abspielt, davon würde ich jetzt gar nicht anfangen. Gestopft! So schnell kann das gehen. Gut. Feuer! Lustig. Gut. Achso, erstmal gehen wir vielleicht zu Rocky. Und bringen ihm seine lächerliche Katze wieder. Die ist gelb. Welche Katze bitteschön ist denn gelb? Gelbe Katze, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Wunderbar, du hast mir mein geliebtes Kätzchen zurückgebracht. Hier ist das versprochene Rizinusöl für dich. Geh aber bitte vorsichtig damit um und wende es nur in geringen Mengen an. Cool. Danke für die XP, Alterchen. 13%. Cool, ich habe 10% dafür bekommen. Nur für diese Katze runtergeholt. Bin ich schon mal ganz in Ordnung. Gut, alles klar. Wen haben wir denn hier Schönes? Hast du Fulu schon mal getroffen? Okay, der ist nicht schön. Er ist einer unserer Ingenieure, der aber meistens am Schlafen ist, weil er in letzter Zeit so viele Nachtschichten machen musste. Wenn er aber mal wach ist, sieht man ihn nur selten ohne Ölkännchen oder Schraubenzieher in der Hand. Es macht jedenfalls echt Spaß, ihn zu veräppeln. Ach ja, jetzt kann ich mich auch wieder dran erinnern. Der ist am Pennen und der darf uns nicht sehen. So, wir müssen irgendwie die Kanne klauen. Ich hätte da schon eine Idee, wie. Erstmal nehmen wir uns das hier. Komm. Ein Korken. Den brauchen wir. So, wir machen einmal das Licht an. Warten, bis der Typ da weg ist und... Und hauen sofort ab. Das war easy. So. Und wir verpissen uns auch aus dem Haus. Gut, Bei der großen Unterlegscheibe geh auf keinen Fall auf den Schrottplatz. Da ist irgendetwas Großes, Rostiges und Quietschendes da draußen. Eigenartigerweise scheint es den Schrottplatz aber nicht zu verlassen. Man sagt aber auch, dass es mit Schrauben schmeißt, wenn man sich nähert. Mama? Nein, nicht Mama. Okay, ja, was Großes, Quietschendes, das mit Schrauben schmeißt, alles klar. Aber sonst geht's, dieser Stadt noch gut, oder? Irgendwie? Lass mich dir von dem schrecklichen Tag erzählen, an dem die Erde plötzlich bebte und die Inkarnation des Bösen in vielerlei Gestalt aus den Tiefen der Erde kroch, um unsere schöne Stadt zu zerstören. In jenem Augenblick war ich so gelähmt vom Anblick der grausigen Zerstörung,
dass mich Godorn, einer der mutigsten unter uns, rettend in sein Haus ziehen musste. Er hat mir aber nicht nur das Leben gerettet, sondern er hatte uns auch schon Wochen vor der Katastrophe gewarnt, dass unter Tage Ungewöhnliches vor sich ging. Ja, der Godorn, das ist unser Vater in diesem Spiel. Obwohl es im Moment vielleicht nicht so aussieht, sind Dampfmaschinen unsere Spezialität. Wir haben nur gerade das Problem, dass einige unserer Pipelines Löcher haben und so Dampf verloren geht. Die Löcher müssen unbedingt verschlossen werden, denn sie gefährden die Energieversorgung der ganzen Stadt. Das Kraftwerk wird sonst zu stark beansprucht. Pass auf den Ausströmen! Sag mal, wir haben einen Korken. Gestopft! So schnell kann das gehen. Jo, wir müssen natürlich die Quest dazu bekommen. Gut, aber unsere Zeit ist vorbei und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dann!